was hanging with you, and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out. Hallo, also ich werde mir dann gleich ein Ohrloch stechen lassen. Wir haben so ein Set geholt und ja, das macht dann nachher jemand bei mir. Und ich bin so gespannt, ich zeige euch dann nachher das Ergebnis und ich habe schon echt Angst, dass es wehtun könnte, aber ich hoffe nicht. Steril verpackt. Au. Oh, das hat voll weh, Nicole. Au. Au. Das ist übrigens mein zweites Ohrringloch. Ohrloch meine ich. Ja, genau. Hi. So, jetzt habe ich schon einen Tag später und hier ist mein Ohrloch. Da ist mein unteres und da mein oberes. Ich mache das jetzt immer so, dass ich am Abend mit so einem Wunddesinfektionsspray da so rangehe, mit einem Ohrstäbchen, also da sprühe ich es drauf. Und dann drehe ich das immer so und davor die Hände auch nochmal waschen, weil sonst entzündet sich das vielleicht. Und ja, genau. Ich konnte übrigens sehr gut schlafen, also beziehungsweise ich kann auf der rechten Seite nicht immer so gut liegen. Und deswegen habe ich mich auf die linke gelegt und da kann ich richtig gut schlafen. Also ich habe das ja eigentlich gar nicht gemerkt. Es war gar nicht so schlimm, genau. Hallo, wir haben jetzt schon 23.09 Uhr und ja, es tut auch nicht weh, also ich habe es jetzt so heute nicht desinfiziert, aber das mache ich dann morgen früh, weil wir haben gerade keinen Dämon geguckt und ja, genau, jetzt mache ich auch mal ins Bett oder bin schon im Bett und schlafe jetzt auch. Nicht wundern, falls ich ein bisschen leise rede, nur damit ich es nicht so, und genau, dann bis Bett. Also wir haben jetzt Freitagabend und jetzt desinfiziere ich das mit so Wunddesinfektionsspray. Ich habe es einfach in eine andere Desinfektionsflasche eingesprüht. Und da sprühe ich jetzt auf ein Wattestäbchen drauf. Und dann mache ich da so an den Ohrring ran, also an das Metall, was da innen ist. Deswegen mache ich den Ohrring so ein bisschen hoch und desinfiziere das dazwischen, also das Metall. Also damit es sich halt einfach nicht entzündet, mache ich das und so. Zwischendurch drehe ich das auch nochmal den Ohrring, also das Ohrring, den Ohrring. Ja, genau. Nochmal sagen, ja, ich habe ja so einen Heimschleifen. Ich wollte euch nochmal sagen, dass das eigentlich nicht so laviert hat. Also es war eher dieser Schreck von diesem Plastikding, wo das Plastikding kaputt gegangen ist. Also das tat nicht so sehr weh. Ich habe halt einfach nur einen Schreck bekommen. Dadurch habe ich dann so gedacht, dass es weh tut. Aber ja, so doll tat es sich weh. Also ihr braucht echt keine Angst haben davor. Wenn ihr sowas haben wollt, traut euch einfach so machen. Und dann ist es auch schon durch. Also nach 3 Minuten tut es auch nicht mehr unbedingt weh. Da tut es vielleicht ein bisschen krabbeln, aber sonst. Danke fürs Zuschauen übrigens nochmal. Hier ist nochmal mein Ohrring. Ich habe jetzt hier noch einen anderen drin, wie gestern Abend. Und ich würde mich echt über einen dicken Daumen nach oben freuen und einen, also dass ihr mich halt abonniert und die Glocke auch. Ding? Ja, genau. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!